herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Michelle, ich bin zertifizierte Kartenlegerin und vergleiche auch mit System, Numerologie, Astrologie, Human Design und ich bin auch Sängerin und Künstlerin. Das sind hier Oktober-Orakel, meine lieben Luftzeichen. Wenn du zum Beispiel Wassermann oder Waage bist oder Zwillinge-Sternzeichen, dann ist es genau jetzt die Gruppe, die ich hier anspreche. Hallo und herzlich willkommen. Und ich mache das jetzt folgendermaßen. Wir gucken einfach mal in den Monat Oktober rein mit den Tarotkarten. Wir gucken auch mal auf den Wunschpartner oder auf deine Partnerschaft im Moment. Da darfst du gerne an einen Menschen, an eine Person denken, die dir am Herzen liegt. Und wir gucken noch, was dich bereichern kann in diesem Monat Oktober. Dann gucken wir mal, was du noch selbst dazu tun kannst. Wenn die Karten nicht so toll sind, ja, und wir finden das Ergebnis nicht so prickelnd, dann schaue ich auch alternativ hier in diesem Video. Ich finde das sehr, sehr wichtig, weil du bist ja ein erwachsener Mensch. Und wir sind ja auch hier, um auch mal zum Beispiel etwas zu transformieren, wenn es sein muss. Uns auch mal zu lösen aus Situationen, die nicht mehr so prickelnd sind. Zum Beispiel, ja, wenn ich sehe, dass da auch ein alternativer Weg ist, ich frage dann auch zum Beispiel auch mal nach einem alternativen Weg, wenn ich irgendwas für nicht so stimmig erachte. Aber um Gottes Willen, wir gucken jetzt erstmal hier so rein. Der nächste Teil dieses Videos ist der musikalisch-künstlerisch-musische. Das hebt die Energie, künstlerisch kreativ tätig zu sein. Oder einfach irgendwie, also einfach ist das nicht, ne? Aber oder sich auf ein höheres Ziel zu konzentrieren als das, was schon ist. Also das ist ja auch die Idee der Manifestation mitunter. Aber auch so, eben in so einen Flow zu kommen. Das macht ja auch die Energie viel, viel besser. Und daher finde ich es ganz, ganz wichtig, meine Leidenschaft hier auch mit euch zu teilen. Ich habe hier wie viele Stücke? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Lieder haben wir es hier. Und zwar, das sind jetzt auch alles Teile des Orakels, ihr Lieben. Wir haben hier 7 Lieder, auch deutsche Lieder. Wir haben jetzt gerade das musikalische Thema Wasser. Es ist einfach das Musikthema Wasser. Es ist das Horoskop. Oder ich sag mal, dieses Orakel ist für die Luftzeichen, aber das musikalische Thema ist das Thema Wasser. Und ich habe verschiedene Lieder hier quasi in so Orakeln gemacht. Ne? Ich habe das hier so draufgeschrieben. Und die sind, die handeln alle über was anderes. Ne? Und das Thema, was wir ja dann hier ziehen als Lied, das werde ich auch noch mitinterpretieren im Orakel. Weil es wurden ja so viele Songs geschrieben, aus allen möglichen Jahrzehnten, aus allen möglichen Genres und ich bin auch nicht genregebunden. Ich mache auch verschiedene Stilrichtungen, ja. Und daher finde ich das immer spannend, das dann noch mitzugestalten. Außerdem singe ich es euch auch live, einen Teil von dem Lied, nie das ganze Lied, aber immer nur so einen Ausschnitt. Und dann nehme ich mir meistens den Originalton hier auf meiner kleinen Mini-Tastatur und werde euch das dann interpretieren. Gut, lange Rede, gar keinen Sinn. Noch einen Schluck aus meiner Schiedwettertasse und dann geht's direkt schon los. So, ich schaue jetzt in das Thema mit den Tarotkarten. Das sind hier meine selbstgestalteten Tarotkarten. Dann gucken wir mal. Ach, das sind schon die Karten für euch. Wahnsinn. Also wer mich kennt, ja, wer meine Orakel verfolgt, der weiß auch, dass ich so lange mische, bis ich wirklich so einen Zug bekomme. Ja? Also die Karten, die wählen mich. Ich wähle gar nicht die Karten. Und so finden es auch immer Kunden stimmig. Das ist immer so ganz, ganz interessant. Immer wenn ich so mache, sagen auch Kunden, ja passt. Und wenn ich es anders mache, nicht. Wir haben hier die 9 der Schwerter auf dem Kopf. Die Ruhe vor dem Sturm. Wahrscheinlich hast du irgendwie die ganze Zeit so ein Damoklesschwert über dem Kopf und hast das Gefühl, Gott, irgendwas passiert, vielleicht wie auch immer. Gucken wir mal. Das ist aber etwas vielleicht aus deiner Kindheit. Das kann auch sein, dass es einfach es sich um einen Neuanfang handelt, der dir irgendwie noch Angst macht. Vielleicht interpretierst du in diesen Neuanfang irgendwelche Geschichten rein, die so gar nicht Schlimmes passieren. Ja? Manchmal haben wir ja so Horrorvisionen oder irgendwelche Ängste, die aber dann gar nichts mit der Realität zu tun haben. Ja? Die irgendwo, weißt du, ja, wir manifestieren über Angst und wir manifestieren über Gefühle und so. Aber Leute, ja, das kann auch diese Information, dass wir ja übers Gefühl manifestieren können, was ja irgendwo stimmig ist,
und trotzdem nur 5% aller Ängste werden wahr, obwohl manche Leute wirklich Panikattacken schieben, sage ich mal, vielleicht jetzt nicht ihr. Übrigens, es sind auch sowieso generelle Orakel, hier können Teile zutreffen und Teile vielleicht jetzt nicht so, da nimmt sich eh jeder das, was er braucht. Bei einem persönlichen Reading sehen wir natürlich viel, viel präziser bei dir rein, zumal das könnt ihr auch ganz gerne, ihr könnt die Informationsmail gerne anfordern, unten ist meine E-Mail-Adresse. Und da bekommt ihr einfach die Mail zugeschickt und da stehen alle Infos drin. Und wenn du Lust hast, dich da nochmal bei mir zu melden, sehr gerne. Und wenn du es verwerfen magst, ist auch okay. Also diese Info, die mache ich halt nur deswegen, weil ich habe halt verschiedene Modelle. Und manchmal sagen mir auch Leute schon ein bisschen Schwank aus ihrem Leben. Und dann kann ich auch direkt darauf eingehen und dann auch dir wirklich etwas empfehlen. Ne? Daher habe ich das einfach per E-Mail. Vielleicht tue ich es ihm auch nochmal irgendwann auf die Webseite. Im Moment ist es gerade ebenso. Also einfach, das ist unverbindlich, sich die Info einzuholen, ja. Was ich halt sehe, also ja genau, also das heißt, bitte nicht denken, ja, dann neigen wir dazu zu denken, also vielleicht neigen manche von uns dazu. Mich würde es auch nicht wundern, ja, wenn es überall heißt, ja, du manifestierst übers Gefühl, also nach dem Motto, wir manifestieren das, was wir uns visualisieren, wenn wir dazu wirklich die Gefühle auch empfinden und so, ja, okay, aber so schnell geht das nicht, Nummer eins. Ja, man muss ja schon eine Zeit lang manifestieren und irgendwo das visualisieren und vor allen Dingen auch schon energetisch dort sein, wo man hin möchte. Ich gebe da immer wieder gern ein Beispiel. Ich habe zum Beispiel meinen Studienplatz manifestiert und ich habe, also das war schwierig, halt einfach einen Studienplatz zu bekommen zu meiner Zeit, ja. Und war einfach immer auf dem Campus und war dort immer zugegen. Und irgendwann, natürlich, habe ich dann auch irgendwie studiert, genau wie die anderen. Wisst ihr, was ich meine? Also das heißt, sei schon dort, wenn du was willst. Das heißt, in der Panik, man versucht ja die Panik ja dann auch wegzumachen und so. Und das heißt dann auch irgendwo nur 5% der Ängste und Panikgeschichten werden auch schlussendlich wahr. Also deswegen soll man da auch nicht gleich denken, dass eine Manifestation so eintritt. Das ist natürlich nicht der Fall. Deswegen, nur weil man jetzt Angst hat, heißt es noch lange nicht, dass diese Ängste wahr werden, okay? Und das ist eine Message, die jetzt manche von euch wirklich hören sollen. Ich weiß ja nicht, was bei dir los ist. Hast du Angst vor irgendwas Bestimmten, vor jemandem? Sind es latente Ängste? Hast du gar keine Angst? Haben vielleicht Leute aus deiner Umgebung Ängste? Leidest du an Panikattacken oder so? Bitte wisse, dass du nicht sofort irgendeinen Scheiß damit manifestierst. Ja, nur weil jetzt viele da über diese Manifestation so viel reden. Ja, also ich meine, ich mag die ganzen Infos. Es ist schon in Ordnung, das auch so zu sagen, ja. Aber wie gesagt, also die Leute können es auch nach hinten los interpretieren. Das ist dann halt irgendwo die Gefahr vielleicht bei diesen ganzen Sachen. Wir haben jetzt hier das Rad des Schicksals noch auf dem Kopf. Ja, und jetzt wollte ich natürlich wissen, what the fuck, ja. Also du hast, guck mal, das sind karmische Ängste, weil wir haben dazu jetzt noch die 4 der Stäbe. Es sind wirklich karmische Ängste, ihr Lieben. Das hat mit der heutigen Realität nichts zu tun. Ja, mal gucken, wie es weitergeht in dem Monat. Komm, schauen einfach mal. Die Welt, siehst du, alles ist erstmal voll okay und alles bleibt auch echt gut und okay. Ihr habt hier vielleicht irgendwelche, wenn es keine Ängste sind, dann sind es irgendwelche negativen Glaubenssätze aus der Vergangenheit oder so. Bei euch wäre es, glaube ich, ganz gut, rauszufinden, was sind das für Ängste, wenn du es nicht weißt und wenn es sowas Latentes ist. Vorschlag, man kann Reading buchen, okay, bei mir oder bei einer Kollegin deiner Wahl, um Gottes Willen, aber es ist ja hier, jeder muss halt spüren, zu wem fühle ich mich hingezogen, wo fühle ich es stimmig, ja. Oder wirklich zu sagen, ich mache eine Therapie, ich suche mir einen guten Coach, Psychologen etc. pp., ja, genau. Hier wird auch etwas beendet, noch nicht im Oktober, aber, ja, wobei, schau mal. Manche von euch sind auch in den falschen Beziehungen, Affären, Partnerschaften. Und da fühlst du, glaube ich, dass das irgendwie nicht so richtig stimmig ist. An alle Ladies, an alle Männer, und ja, es gibt auch Männer, die sowas machen. Es sind nicht nur Frauen, die sowas machen. Bei mir hat man sowas mal probiert. Glaubst du es? Jemanden zu schwängern. Oder von jemandem ein Kind so zu manipulieren, ja, also halt sich schwängern zu lassen, kittet keine Partnerschaft. Bei manchen eventuell schon, you never know. Ich kenne auch nicht alle Menschen auf diesem Erdenplaneten, aber
Das wird jetzt halt eine kleine Gruppe irgendwie von euch sein, merke ich. Also das ist jetzt nicht fürs ganze Kollektiv, um Gottes Willen, kann es ja auch nie, weil wir sind in einem im allgemeinen Reading, lassen wir die Kirche im Dorf, ja, nicht für jeden da sprechen, um Gottes Willen. Aber es ist ja immer, man sucht sich ja immer, man pickt sich immer das raus, was für einen gerade stimmig ist. Also jemanden absichtlich zu schwängern, um die Frau da zu behalten, oder sich schwängern zu lassen, kittet jetzt hier in diesem Fall keine Beziehung. Das ist die Message, die mir hier im Orakel rauskommt, ihr Lieben. Okay? Ja, wisst ihr, was ich jetzt mache? Schaut mal, ich gucke jetzt einfach mal erstmal in eure Partnerschaft, beziehungsweise wenn du einen Wunschpartner hast, wenn du jemanden kennst. Das sind jetzt hier die Luna Marie Magic Lemon Love Cards. Ich finde die super stimmig, weil die haben so einzelne Aussagen, die irgendwie einmal so auf den Punkt gehen. Ich benutze die sogar so ziemlich sehr, sehr gerne, obwohl das sind jetzt nicht die aktuellsten Karten von heute jetzt. Ja, aber dafür, ihr Lieben, ganz am Ende von diesem Film mache ich ja auch noch einen Song, und es gibt meistens noch eine Studioaufnahme oder irgendetwas, was ich noch aufgenommen habe für euch. Und jetzt muss ich euch erzählen, es ist sau, sau ich saß so, also ich mache übrigens meine Gesangsübungen, das ist meine Routine, meine Gesangsübungen, um mich einzusingen, weil ich singe jeden Tag, mache ich beim Klamotten raussuchen. Und morgens, ja, so beim Klamotten raussuchen, beim mich anziehen, da singe ich mich ein. Und dann beim Schminken, so grob gesprochen, ne? Und dann so hinterher schminke ich mich, und beim Schminken singe ich dann mein ganzes Repertoire und auch die ganzen neuen Songs, die ich dann für die Orakel mache hier für euch, ne? Also es heißt, für die Orakelgeschichten und die Covergeschichten da geht immer so eine halbe Stunde am Tag drauf. Und ich nehme ja auch immer für jeden Monat auch neue Songs. Ja, also einfach zu eurer Info. Und dann eines Tages am 24.09., also vor ein paar Tagen, war ich dann wieder so zugegen, habe gemacht und so, mich da so zurecht gemacht. Und dann ploppte auf meinem Handy so diese neue Helene Fischer Single vor allem auf. Ne? Und ich so, okay, Helene Fischer Single, mal kurz reinhören, ne? Mal gucken. Und dann war das genau. Da geht es ums Meer, ums Weiterziehen, großes, weite Meer und keine Ahnung. Und da habe ich mir so gedacht, verdammt nochmal, ich wollte ja eigentlich Rote Laterne von San Pauli nehmen als Titelthema, sozusagen als musikalisches Titelthema vom Thema Wasser. Und dann habe ich sofort meine Pläne umgeschmissen, und jetzt geht's. Und jetzt habt ihr noch einen Helene Fischer Song am Ende, also könnt ihr gerne nochmal reinhören. Okay, deine Beziehung und du. Oder dein Herzensmensch und du, ihr habt immer jemanden, euren Partner im Kopf oder halt Wunschpartner. Okay, wir gucken mal. Ja, oh, Verletzungen, ihr Lieben. Hier geht es um Verletzungen, und die Karte sagt mir jetzt nicht, dass sich das Warten lohnt. Die Karte sagt, zieh weiter. Ja, weil diese ganzen anderen Karten sagen auch schon, zieh weiter, und es wird weitere Verletzungen hier geben, und es wird nicht besser, wenn man irgendwas versucht zu kitten. Das wird ja eine Gruppe von euch eventuell vorhaben, vielleicht, ja. So, ich verurteile auch niemanden, der das versucht, ja. Also wir haben alle andere Bedürfnisse, alle andere Ängste, wir sind alle haben wir ein anderes Karma, ja, und keiner ist fehlerfrei, okay? Also das ist niemals irgend so, sowieso, ich bin nie mit dem Zeigefinger unterwegs, weil wir waren entweder alle schon mal in so einer Phase, wenn nicht in diesem Leben, dann in irgendeinem Ding davor. Und wer weiß, ob wir nicht in irgendeinem späteren Leben sogar in Lebensumstände geraten, wo sich unser Charakter auch wieder so formt. Also ich bin da sehr vorsichtig mit diesen ganzen, und jetzt hast du dein Karma abgetragen und nächstes Leben wird es anders. Wir wissen ja gar nicht, was nächstes Leben wird, ja? Wir vermuten es. Also ich finde einfach eine gewisse Bodenständigkeit in diesen Themen zu haben, ist ganz, ganz wichtig, ja? Und daher ist es auch ganz wichtig, eben nicht zu verurteilen. Also wenn du auch sogar schreibst, dass du das vorhast in den Kommentaren, meine Liebe, mein Lieber, um Gottes Willen. Also ich meine, herzlich willkommen alle, die zuschauen, noch herzlich willkommen, na, alle, die sich halt auch weiterentwickeln wollen, ja, seelisch. Sagen wir es mal so, okay? Also das feiere ich dann schon ab, wenn dann Leute sich auch weiterentwickeln. Wir gucken mal in die Doreen Virtue Engelkarten hier, was ihr Lieben ihr tun könnt, um einfach eure Lebensqualität zu verbessern. In diesem Monat Oktober, wir gucken mal, was Doreen Virtue uns da noch sagt. Und dann
werde ich auch mal eine Runde singen, ja. Also ich glaube, euch bleibt es nicht erspart, einen neuen Lebensabschnitt zu versuchen. Ich glaube, für viele wird das ein Thema sein, okay? So, und wenn es jetzt nicht auf dich passt, das kann ja nicht auf alle passen, weil wir sind halt in einem allgemeinen Reading. Und wenn, jetzt gucken wir mal, was du tun kannst für dich noch. Lebensqualität. Schreibgruppe. So, also wunderbar. Ruf eine Schreibgruppe ins Leben oder schließ dich einer solchen Gruppe an, um Inspiration, Freundschaft und Unterstützung zu finden. Mega cool. Wenn es bei euch, meine Lieben, um eine Trennung geht irgendwie, ja, oder darum, sich abzulösen, abzunabeln halt, weiterzuziehen, da passt auch total der Text von Helene Fischer ganz am Ende von dem Video. Zieht euch das Lied echt mal rein, es ist so eine schöne Melodie. Ich habe das auf die Schnelle gecovert, ihr Lieben. Ich habe hier kein Home-Studio, ich mache das alles alleine. Mit meinem Handy habe ich das aufgenommen, ja. Und ich hatte auch keine Zeit, das zu üben. Also ich habe wirklich am 25. wirklich die Aufnahme für euch gemacht. Und ja, weil in der Schreibgruppe einmal kannst du wirklich deine Gefühle aufschreiben, ausdrücken, ja. Vielleicht wollt ihr auch Gedichte schreiben, vielleicht wollt ihr Bücher schreiben, ich weiß es ja nicht. Schreibt in die Kommentare, was, ob das jetzt resoniert oder nicht. Aber wenn es keine Schreibgruppe ist, wenn es von mir aus eine Malgruppe ist, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, der ganz, ganz wichtig, diese Komponente andere Menschen kennenlernen, ist super wichtig, ja. Und ob du, ich glaube, es ist sowieso gut, sich eine Gruppe zu suchen für euch, das kann wirklich stimmig sein, eine Gruppe. Ja, ob es jetzt irgendwie so eine Coaching-Gruppe ist, eine Schreibgruppe. Also hier steht ja explizit Schreibgruppe. Probiert mal Schreiben aus, falls es noch nicht so Thema für euch ist oder ihr das nicht macht. Das kann gut sein. Und dann kannst du ja immer noch gucken, aber ich denke einfach, der Kontakt zu anderen wird euch wirklich sehr, sehr gut tun. Ja, okay, meine Lieben. Noch einen kleinen Schluck Kaffee. Wir schauen jetzt mal, was ich für euch singen werde. Ich bin ganz gespannt. Ja. Und das ist auch schon wieder dieses kleine Ding hier, das hat mich jetzt auch schon wieder so angezogen. Ich lasse mich immer anziehen von Karten, von Losen. Losen, ne, ist ja auch Orakel hier. The River von Springsteen. Sehr schön. Passt wie die Faust aufs Auge. Ja, passt wirklich wie die Faust aufs Auge. Ich werde dieses Lied auch nicht dann nochmal reintun. Ihr seid jetzt das erste Orakel für die Luftzeichen, was ich drehe heute. Und dann bleiben noch die anderen Lieder übrig. So habe ich das mir gedacht mit dem Orakel. Also The River von Bruce Springsteen von 1980 aus dem Album The River. Und das finde ich sehr passend für euch, ihr Lieben. Hier geht es um ein junges Paar, beide circa 17 Jahre alt, die irgendwo im Kaff von den USA aufgewachsen sind. Er aus Versehen sie geschwängert hat im Jugendalter. Die Eltern gesagt haben, dann müsst ihr jetzt heiraten und sie sich quasi das ganze Leben versaut haben. Aus Angst. Aus den Ängsten der Umgebung in diesem Fall. Aber bei euch ist ja auch das Thema Angst in dem Orakel. Mhm. Ist jetzt eine allgemeine Botschaft. Ihr seid herzlich willkommen, nochmal was Persönliches für euch zu buchen, wenn ihr das wünscht. Ja? Also ich bin sehr für euch da. Am liebsten würde ich noch weiter für euch legen, weil ich glaube, viele sind verzweifelt in der Gruppe aus euren eigenen Ängsten. Das müsst ihr nicht sein. Sucht ihr eine Gruppe von guten Leuten, die mit dir resonieren, deine Hobbys teilen, weißt du? Ja, vielleicht Schreibgruppe, who knows, ja. Am Ende hier steht halt Schreibgruppe, vielleicht ist das das Stimmige. Das ist für euch, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Dann habt ihr auch Unterstützung, auch von anderen, so seelische Unterstützung, Freundschaften, ja. Vielleicht ist das auch nochmal ganz, ganz wichtig für euch. Ansonsten, ich stehe euch auch zur Verfügung, okay. Also, ich werde mir jetzt hier keinen Originalton nehmen, weil ich habe gemerkt, dadurch, dass es ein Mann singt, es doch ein bisschen tief wird. Deswegen mache ich das jetzt hier a cappella, aber so aus mir raus. Okay, und es geht los. I come from down in the valley when the star, when you're young, they bring you up to do like your daddy does. Me and Mary, we met in high school when she was just 7.
mountain. We drove out of this valley, down to where the trees were green. We'd go down to the river, and into the river we'd drive. Oh, down to the river we ride. We go down to the river, and into the river we drive. Oh, down to the river we ride. Down to the river. Dankeschön. Dankeschön fürs Vorbeikommen. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich danke euch für eure Likes. Wenn du abonnierst, gibt es auch noch weitere Videos. Ich mache Monatsvideos, so wie dieses hier, für den ganzen Monat, worauf ihr achten könnt, was tendenziell passieren kann, was wir tun können, damit sich das auch ein bisschen verbessert, sage ich mal, die Karten. Ja? Weil wir sind ja auch unseres Glückes Schmied. Wenn du dich änderst, verändern sich die Karten. Das ist immer ganz wichtig zu wissen. Ja? Und es ist ganz wichtig, das auch anzunehmen. Dann werde ich auch noch Wunschpartnerlegungen, aber auch so andere Pick-a-Card-Readings machen, Auswahlorakel zu verschiedenen Themen und werde dann die Stücke nehmen, die ich jetzt schon jemals gesungen habe und dann gibt es so ein Mixtape, ja, dann mache ich so musikalisches Thema Mixtape und werde dann einfach überraschenderweise ohne ein Thema ein Lied ziehen wieder und schauen und dann schauen wir aus einem viel größeren Pot, was da noch Zusatzinformation ist. Ich hoffe, ich konnte euch gut unterhalten und auch gut beraten. Denn das liegt mir am Herzen. Dankeschön, ich wünsche dir eine wunderbare Zeit und bis zum nächsten Mal, die Michelle. Und jetzt viel Spaß mit dem Stück. Waren wir müde und am Boden, haben wir fest an uns geglaubt, hielten uns im Arm und jede Strömung miteinander aus, haben uns zusammen verschworen, an unser Rücken wehend, doch jede Reise hat ein Ende, bis die nächste dann beginnt. Und trennen sich auch unsere Wege, weiß ich ganz genau, die Erinnerung wird ewig leben, pass gut auf dich auf, volle Kraft voraus. Zurück aufs offene Meer hinaus, ist entweder ich muss weiterziehen und du auch, volle Kraft voraus. Der Horizont war blau geglaubt, es hört nie auf, jetzt sucht sich jeder sein Zuhause. Volle Kraft voraus. Es wird Zeit, auf Wiedersehen. Bitte sag jetzt nicht adieu. Will nur wissen, was die Zukunft bringt und wie es morgen um dich steht. Und trennen sich auch unsere Wege, weiß ich ganz genau. Die Erinnerung wird ewig leben, pass gut auf dich auf, volle Kraft voraus. Zurück aufs offene Meer hinaus, es tut weh, doch ich muss weiterziehen und du auch. Volle Kraft voraus. Der Horizont war blau geglaubt, es hört nie auf, jetzt sucht sich jeder sein Zuhause. Oh, oh, was ein Flug war's, eine Landung, zusammen Nordsee aufgetaucht. Oh, was der Felsen meiner Brandung, jetzt will ich nur mir selbst vertrauen. Volle Kraft voraus, zurück aufs offene Meer hinaus, ist dann wieder hin.
Ich muss weiterziehen und du auch. Volle Kraft voraus. Der Horizont war blau geglaubt. Es hört nie auf, jetzt sucht sich jeder sein Zuhause. Volle Kraft voraus.